So, meine lieben Freunde, und jetzt filme ich mal und... Genau, ich habe jetzt hier mal kurzerhand das Steuer übernommen. Falls ihr uns noch nicht kennt... Wir haben ja hier ein Wasserlevel und wie ich schon gesagt habe, bin ich ein ziemlicher Fan von dem Wasserlevel. Ja, ich bin Xuso Dragon X. Ich bin der Flamesword Dark Angel 92. Genau, und wir spielen jetzt eine lustige Runde Super Mario World. Und genau. Es ist ein geiles Spiel, ne? Auf jeden Fall. Jetzt auch gerade, wo ich hier übernommen habe, habe ich direkt wieder voll Bock drauf. Ne? Das macht so Spaß, ey. Ich speichere mal für dich, ne? Besser ist das, ne? Hier kann man nämlich in diese geheime Röhre. Oh, warte. Und dann kann man hier hochfliegen. Bringt aber nichts, meine ich gerade. Ne, ich habe das verwechselt mit einer anderen Höhle, ne? Die sehen auch alle gleich aus, diese Höhlen, ja, muss man sagen. Ist ein bisschen schlecht gemacht. Aber passt bitte auf die Kamera auf. Ne? Ja, ich sehe gerade, du hattest da gerade was vor. Also. Ja, es tut mir leid. Ich kann ja nicht so gut filmen. Ja, unsere Einstellungen sind gerade irgendwie... ich weiß auch nicht. Wir müssen da noch ein bisschen dran tüfteln. Aber ja, ich glaube, im nächsten Part haben wir dann wirklich echt die perfekten Einstellungen. Auf jeden Fall. Und ich glaube mal, die Qualität... Ja, wenn man diesen Block nimmt, kann man eben so ziemlich schnell rum... Oh, jetzt ist schon verloren. Ich muss aber auch sagen, die Qualität... Die besticht ja nicht immer nur durchs Video alleine. Ich glaube, das sind auch genau, die Personen, auch, die das machen. Ja, weil es hat ja schon einen unterhalterischen Wert, ne, muss ich sagen, was wir hier so erzählen und so. Auf jeden Fall. Und ich muss auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Lieblings-Let's Player ist Gronkh. Kennst du den auch? Nee, hab ich klar, dir gezeigt, ne? Wir gucken den doch immer zusammen. Ja, der macht so lustige Minecraft-Videos. Und ich muss auch sagen... Ich bin auch ein großer Fan von Minecraft. Übrigens. Ich auch. Das ist neben manchen Simulationen, also hab schon gesagt, U-Boot... Und das aus deinem Mund? Und Flugzeug mag ich ja sehr gern, aber ich muss sagen, Minecraft mag ich mittlerweile genauso... Wenn nicht sogar noch lieber, mag ich es mindestens genauso gern. Ich muss aber sagen, du machst auch einen guten Job an der Kamera, weil ich merke schon, das ist sehr anstrengend, die ganze Zeit die Kamera auf den Bildschirm zu halten. Und jetzt sind wir hier auch schon im Donut Ghost House. Wollen wir mal sehen, ob da auch Donuts drin sind. Ich hätte jetzt auch richtig Bock auf einen Donut. Ey, der war echt gut. Ich mag Donuts auch ziemlich gern. Wir haben ja auch versprochen, dass du jetzt dein Gedicht bald... Oh, du bist klein, ne? Ich mach mal ein Safe hier. Ja, ich muss jetzt auch hier echt aufpassen. Diese Geister wollen mir nämlich den Garaus machen. Auf jeden Fall. Die Geister sind ja auch die Buhus. Und die haben ja diese lustige Eigenschaft, wenn man die anguckt, dann bleiben die stehen. Aber wenn du dich einmal umdrehst, ne? Dann kommen die hinter dir her. Genau, also die sind, tatsächlich, das die sind machen schon, keinen Spaß. Die haben schon eine taktische Raffinesse, die Kinder. So wollte ich mal sehen, dass ich jetzt auch diesmal das schaffe hier. Ja. Diesmal habe ich es geschafft. So. Ich muss aber sagen, du spielst ja wie ein junger Gott heute, muss ich sagen. Du spielst die Steuerung sowas von, ist echt die Steuerung etwas wackelig ist ein bisschen hier blöd, auf dem naja. Das war jetzt halt ne, nicht meine Schuld, das ist ein Emulator. Was ist jetzt los? Aber. Hast du den Sound gehört? Oh, ich hab den Mauszeiger gerade hier weg. Ja? Ist gut. Gut, dass du es bemerkt hast. Was macht eigentlich unser Upload, weil wir laden... Und da habe ich das Level auch schon geschaut. Ja, aber wir laden nämlich gerade noch den Es gab leider keine Donuts hier. Ja, guck mal nach dem Upload, das ist eine gute Idee. Ja. Ist noch nicht so weit. Ich glaube, da können wir nochmal zumachen. Was mit dem Sound? Mach einfach den... Ja, ich greif gerade diesen Button nicht. So. Emulator zurück. So, wollen wir doch mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin auch richtig gespannt. Kommt da jetzt direkt das Schloss rein? Das ist ein gemeines Level, ne? Das ist auch einer meiner Favorites. Echt? Ja, weil das ist ja eine ganz viele Plattformen, die sich rotieren und so. Und ich denke mal, für die damalige Zeit war das schon richtig dicke Hose. Ja, also ist schon gut gemacht, ne? Auf jeden Fall. Muss man also tatsächlich auch mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich nicht besser hingekriegt. Auf jeden Fall versuche ich auch... heutzutage mit der Videospieltechnik nicht, ne? Ich versuche ein bisschen jetzt so klingen, so wie Gronkh, weil das ist ja mein Idol, ne? So, jetzt spielen wir ein bisschen Mario und springen hier hoch und da... Oh, ein Koopa! Ich kann es ja auch immer... Könntest du es auch mal versuchen? Soll ich es auch versuchen? Ja, mach mal, ich finde das immer ganz toll. Jo, hallo Leute! Ja, du musst ein bisschen mehr Elan geben, so, hallo Leute, wie geht's? Hier ist wieder euer Gronkh. Ja, aber ich weiß gar nicht, was sagt denn immer so. Der sagt vieles, der macht immer lustige Späßchen. Das können wir leider nicht. Der hat jetzt nicht so, verdammt, so Schlüsselwörter, die er jetzt so immer sagen würde oder so. Nee, aber der sagt viel immer Englisch so. Der sagt, ja, hallo Gronkh Leute. Und so. Und ich bin's, euer Gronkh. Nee, du musst noch besser, mit dem Elan. Hallo Leute. Ja, noch mehr Elan. Geh mal aus dich raus. Jetzt hast du, okay, geht weiter. Ich mach hier nochmal einen Speicher rum.
Ah, du bist gestorben? Ja, ich bin also tatsächlich mal einmal gestorben. Aber ja, das passiert im Besten. Ja, das auch passiert. Das liegt auch an der Steuerung. Ja, das liegt auch am Emulator. Weil wir spielen hier mit einem Import-Lag und man kann nicht sagen, das Spiel. Was meinst du damit? Ja, dass man, wenn man drückt. Ach, verdammt, dieser Paracooper war aber eben nicht da. Wenn man drückt, dann ist das ein bisschen später erst. Weißt du? So der Eingabe ist ein bisschen verzerrt. Aber ich muss sagen. Also hallo, ich bin's wieder, euer Gronkh. Ja, das ist schon besser. Ich muss auch sagen, mit dir Let's Play zu machen war schon immer mein Traum und ich find's echt gut, weil du bist ja so ein bisschen schüchterner, dass du jetzt endlich vor die Kamera. Also bin ich eigentlich so gar nicht, ne? Doch, eigentlich schon. Aber wenn es darum geht, echt. Ja, meine Werke. Oh, verdammt. Meine Werke vorzutragen vor der Öffentlichkeit. Ja, da bist du ein bisschen schüchtern. Dann bin ich schon ein bisschen schüchtern, ja. Also tatsächlich, ja. Das finde ich nicht so leicht. Kannst du nur nochmal laden für mich? Bitte? Ja, klar. Ja. Ich bin da automatisch im Sprung drin. Was soll das denn? Ich kann jetzt mal. So, weiter. Nee, jetzt habe ich. So. Ja, das ist gut. Ja. Wollen wir mal sehen, ob da nicht vielleicht ein Pilz. Unser nächstes Let's Play wird auf jeden Fall ein RPG sein. Wir können uns da nicht unterscheiden. Wir können doch nicht wirklich sagen, ob es jetzt Final Fantasy 7 ist oder 10. Aber 7 ist doch ganz schlecht, finde ich. Findest du? Finde ich vom Storytelling her und so, also voll daneben, muss ich sagen. Okay. Ich finde da 10 ist schon ganz gut. Ja, 12 finde ich noch ein bisschen besser. Aber wir müssen dann erstmal 13 finde ich wäre eine gute Sache, aber das ist auch noch neuer. Aber wir müssen dann auf jeden Fall auch einen Emulator finden mit Save-Funktion, ne, für die PlayStation-Version. Jetzt für Final Fantasy 13 ja, ja. Meinst du? Ja, für 13 auf jeden Fall, ja. Auch läuft das auf dem Rechner, ja, ne? Ich glaube schon, ja. Wenn schon der Super Nintendo so fabelhaft läuft. Ja, also ich denke mal, mein Vista-Rechner schafft das auf jeden Fall. Ein XP-Rechner glaube ich jetzt nicht. Ja, so. Du bist ja auch so ein bisschen so ein Geek, ne? Also ich bin ein kleiner Technik-Geek, ja. Du bist auf jeden Fall, das sieht man ja schon an diesem HD. Hier muss man, wenn ich das kurz erklären darf. Erklär mal, ich filme. Hier muss man eben drei Kreise in einer Row. So, guck, ich habe es geschafft. Ja, beim nächsten Mal speichere ich. Kriegt man nämlich ein Leben. Ach, verdammt. Jetzt habe ich das Leben hochgeschleudert. Ja, streng dich mal ein bisschen an. Ja, speichere mal bitte. Ja, warte. So. Hast du? Ja, hast du. Danke. Ja, dann versuche ich mal hier, ne? Ja, lad mal bitte. Ja, das ist immer eine Glückssache, ne? Das ist ein bisschen jetzt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt habe ich das Leben schon wieder hochgeschleudert. Warum lädst du denn? Ja, du hast doch gesagt, dass ich hier weitermachen soll. Jetzt weiß nicht, jetzt hab ich's. Okay. Bam. Weiter. Zwei Leben. Boah. Das musst du doch. Was machst du? Du musst ja einfach nur einsammeln. Verdammt, das wollte ich gar nicht. So, ja. Ach, Mann. Jetzt hast du es ganz verkackt. Okay, Jetzt brauchst du das jetzt im Tag zur Musik, oder was? Ja, komm, jetzt. Das bin ich ja also total. Bam, bam, bam. Ja, komm, reicht jetzt. Bam, bam, bam. Wir können also auch zum nächsten Part können wir vielleicht auch mal andere Musik abspielen, weil... Ja, weil diese normale Musik ist schon so ein bisschen eintönig, ne? Ja. Oh! Und jetzt bekommen 28. wir auch fast unser Bonusspiel. Guck mal, jetzt sind wir um einen Punkt dran vorbei. Ich glaube, das ist ein Zufall, oder? Guck mal, ein Punkt fehlt noch. 99 Sterne haben. Das ist unfair, das ist unfair, auf jeden Fall. Sollen wir noch die Burg machen? Meinst du, das schaffen wir noch in diesem Take? Ja, komm, ja. Die schaffst du noch, ja. Du bist ja so gut drauf, aber dein Gedicht müssen wir am Ende machen, ne? Oder ich mach die Burg und du machst das Gedicht. Hast du noch ein Level vor? Oh je, oh ja, das Level ist fies, das überspringe ich jetzt einfach mal mit der Feder. Weil ich bin relativ gut, deshalb kann ich das. Ja, wie ihr seht, wir sind ziemlich gute Spieler, wir sind richtige Profis, ich speichere mal eben. Wir sind richtige Profis, denn wir können einfach jedes Spiel durchspielen. Sagt uns irgendein Spiel, was wir durchspielen sollen. Wir spielen es für euch durch. Ihr könnt uns also auch beide vorausgesetzt, wir kennen es schon. Ihr könnt uns auch beide gerne bei Skype adden, weil ich Skype auch ganz gerne. Kennst du das? Skype? Ja, ich auch. Machen wir mal. Auf jeden Fall, ne? Ja. Ich finde es auch mal so schön, mit dir zu reden. Ne? Mhm. Es macht so viel Spaß. Weil ja, also mir auch. Ich bin Geschichten von mir und auch die Gerichte, die du mir vorträgst jeden Tag. Ja. Weil ich will mich auch nochmal entschuldigen für das letzte Mal. Flamesword ist auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich nochmal versuchen, das vorzutragen und diesmal dann im angemessenen Rahmen, ja. Und dann wird es auch. Ich bitte dich. Soll ich mal speichern? Ja, ich bin hier gerade nämlich am Sterben. Papier, ne? Besser. Yoshi. Wenn man Yoshi hat, ist man unbesiegbar, habe ich ja schon gesagt in dem ersten Teil. Und bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt stimmt. Ja, doch, klar. Ich glaube, also wenn du in den Abgrund fällst, dann wirst du wahrscheinlich schon trotzdem sterben. Ja, aber wer fällt denn schon in den Abgrund? So, dann holen wir uns mal hier das beste Item daraus. Oh, unser Upload ist gleich schon fertig, wie ihr sehen könnt. So, dann wollen wir mal sehen, dass uns dieser Hammer Brother auf jeden Fall nicht trifft. Was sind deine Lieblingsgegner im Spiel? Ja. Ja? Ein Hammer Brother? Ja.
Also meine... Hammer Brothers, ja. Also meine... Nee, ich finde aber die Buhus auch klasse. Ich finde aber auch diese Würmer geil, diesen Walzen, ne? Diese Bubu, wie auch immer... Bubu-Würmer? Bubu-Würmer. Wir nennen jetzt einfach Bubu-Würmer, ne? Und ihr könnt auch gerne mal einfach nur Bubu-Würmer in Twitch, nicht in Twitch, wie heißt es? Twitter. Ja. Könnt ihr einfach mal Bubu-Würmer twittern. Und ich wette, ihr kriegt lustige... Oh, jetzt hab ich schon wieder falsch gespielt. Aber du schaffst das. Das ist so ein Dödel manchmal. Ich schaff's. So, wieso bin ich ein Dödel, hallo? Ich weiß auch nicht. Oh! Jawohl. Oh, ein Stern, hast du das schon mal gesehen? Ich glaube auch, wir machen mit diesem schönen... Ach ja, dein Gedicht. So, okay, jetzt ein aber. Licht an einem dunklen Ort macht mir Mut und weist mir den Weg. Und so finde ich den richtigen Ort, mach du das mal bitte für mich. Aber am Ende von meinem Weg. Und gehe auch nicht mehr fort. Von diesem wunderbaren Ort. Denn er ist nun mein. Das ist klasse, das Gedicht. Und so soll es für immer sein. Ich finde das auch klasse, dass du das alles auswendig kennst. Kannst du mir das vielleicht aufschreiben? Was für ein Spaß. Ich habe es doch gerade vorgelesen. Das war doch gar nicht auswendig. Ja, aber du kannst... Sollte ich jetzt so tun, oder was? Ja, genau. Guck mal hier. Ein Leben, zwei Leben. Boah, super. Damit haben wir super... Meinst du, wir schaffen die Burg jetzt nicht mehr? Nee, wir haben schon 11 Minuten, Alter. Wir können ja nur bis 15 aufnehmen oder so. Ach. Aber das YouTube-Zeitlimit, das gibt's doch gar nicht mehr, oder? Das gab's mal, ne? Ich versuch mal, ja. Okay, mach das. Versuche ich mal. Aber wie wir sehen, diese kleinen Hüpfe-Dinger da. Und die mag ich also auch ziemlich gern. Ja, das sind auch... Oh! Entschuldigung. Ist jetzt nicht so schlimm, also ich kenne das Level auch... Also ich glaube, selbst wenn ich das blind spiele... Ja, du bist schon so ein kleiner Crack in dem Spiel, ne? Ich habe das schon gemerkt, weil... Ja. Sollen wir mal die Geschichte erzählen, verdammt, wie wir uns kennengelernt haben? Das war ja eigentlich ganz lustig, oder nicht? Wir haben uns nicht gestorben, ja, erzähl mal. Ich arbeite bei der Post und da musste ich immer so Pakete ab... Also auch Pakete, also eigentlich nur so Einwurfsendungen. Aber da habe ich dann... Ja, so Werbung, ne? Genau, da habe ich bei dir geklingelt, ne? Und da hast du im Hintergrund hast du dann irgendwie so Musik laufen gehabt. Ich weiß nicht mehr, was ist das für ein Lied? Oops, I did it again. Genau. Da von Britney Spears. Da hast du Britney Spears gehört, da habe ich mit dir geredet und gesagt, so, ey, du hörst auch Britney Spears, du kennst die noch und so. Das hört eigentlich keiner mehr. Das ist ja eigentlich ziemlich hip und so, voll crazy. Und dann, ja, da haben wir einen Kaffee getrunken, ne? Da haben wir erstmal einen Kaffee getrunken, unsere Nummern ausgetauscht. Ja, also jetzt nicht wirklich Kaffee, ne? Ja, das war ja eigentlich bei dir gab's ja nur Kakao. Latte, ne? Ja, ich habe einen Kakao getrunken, glaube ich. Ich habe einen Latte Macchiato getrunken, das weiß ich aber noch sehr genau. Okay. Aber ich muss sagen, das war was Schönes, wenn man echt so Post austrägt und dann auf einmal sagt der Kunde zu dir, ja, kommen Sie mal rein, gucken Sie mich mal um hier in der Wohnung und so. Ich finde das auch bereichernd. Natürlich war es nicht in der Arbeitszeit, das war natürlich privat. Ja, ja, natürlich nicht in der Arbeitszeit. Nein, natürlich nicht. Wo kämen wir denn da hin? Nee. Och! Oh, jetzt habe ich das nicht geschafft. Ich speichere mal. Ja. Oh, ich glaube, jetzt schaffen wir es aber doch nicht mehr in der Zeit. Doch, komm, jetzt hau rein. Also den Fehler mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Denk an den dunklen Ort. Da, guck, jetzt schaffe ich es. Du bist jetzt gerade auch in einem dunklen Ort. Nein. Dein Gedicht passt ja wie Faust aufs Auge. Oh, danke. Ich war jetzt sowieso an der Stelle. Hättest du auch so gar nicht laden müssen. Ja, ich kann, glaube ich, bin nicht so der Multitasker, so wie du, ne? Weil man merkt bei dir, du kannst ja, ganz viele Sachen gleichzeitig. Ja. Du kannst reden gleichzeitig. Och, jetzt habe ich es schon wieder. Du kannst einfach alles, was man können muss. Das ist ja, jetzt übertreib aber mal hier nicht. Also, ich muss sagen, du bist in dem Spiel schon besser als ich. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr Skill, aber es liegt auch daran, dass ich alleine ziemlich, also ja, als Kind ziemlich oft alleine war. Und da hatte ich ziemlich viel Zeit zum Spielen. Das habe ich heute leider nicht mehr so oft. Also nur montags bis Freitags. Ja, du musst ja eine Post austragen. Ja, am Wochenende muss ich Post austragen. Das ist schon nervig. Aber ich muss sagen, du machst das echt sehr gut. Ich glaube, es ist das ein. Ich will uns nicht selbst loben, aber es ist eins der besten Mario World Let's Plays vom Spiel. Oh, verdammt, jetzt sterbe ich aber hier, glaube ich. Ich speichere nochmal. Ach nee, das war okay. Das geht so. Gut, dann. Oh, wo geht's denn hier weiter? Da ist also dieser Stein, ne? Da kann ich drauf springen. Ja, ja. Und das hier als Treppe. Und hier muss man ganz vorsichtig sein. Da kann man also zerquetscht werden. Ja, jetzt am besten nicht hier die ganze Zeit speichern und laden, ne? Okay. Sonst fall ich hier direkt runter. Ich lasse meine Finger schieben. Das war's doch mal selbst. Ja. Aber ich muss auch sagen, das war aber, ach. Ich muss auch sagen, so ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob ihr euch ein richtig schönes RPG... Ich speichere doch mal bitte. Ob ihr ein richtig schönes RPG kennt, was wir spielen können, das echt so locker 50, 60 Stunden hat. Jetzt töten wir erstmal den Typ hier. Ja, jetzt kommt jetzt der Feinde, ich mal rein. Ich speichere mal. Wir mal, so. Ne? Oh, das ist ein Dicker. Oh ja. Ein Dicker.
das ist der Morten, ne? Ja, ach, ja. Verdammt. Oh, soll ich mal laden? So, hier. Ja, aber ich das. So, jetzt mache ich den mit meinem Cake hier kaputt. Das geht gar nicht. Okay. Ich dann springe ich mal auf seinen Kopf, ne? Ja, das ja, klappt immer. So geht das. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, ne? Ja, du hast auch eine gute Lernkurve in dem Spiel, ne? Also du peilst das schnell, wenn die Gegner kommen und so. Du weißt dann, zack, zack, ja. Zack, 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 so muss ich reagieren. Es ist einfach herrlich. Ist doch eigentlich total unrealistisch, dass man ihn auf den Kopf treffen muss, ne? Weil wenn er gerade die Wand hochklettert und dann auf ihn drauf springst, macht ja, ihn das dann, nämlich nicht. Ja, und der Stunt guck hier, auch, ne? Das macht doch keinen unfair. Sinn, oder? Ja, sein ist Bauch ist doch eigentlich, müsste doch weicher sein als sein Kopf, ne? Weil sein Kopf ist grün. Das ist schon fast ein Programmierfehler, würde ich sagen. Ich glaube, es ist nicht gewollt. So. Und jetzt hätte, ich dachte, der hätte einmal eine Stufe. Ja, ist ja eigentlich ein ziemlich einfacher Boss gewesen. Und unser Upload ist fast fertig. Stimmt das überhaupt? Also gucken wir doch gleich mal. Ja, nee, der ist also so fast fertig. Ja, dann schauen wir noch eben hier dieses Video und lassen damit so diesen Part ausklingen, ne? Genau. Ja, ciao. Tschüss. Ja, war doch ein guter Part. War auf jeden Fall einer der besten. Ich finde es auch lustig, wenn du das Pup... Oh, ich nehme noch auf.